Test, Test, 1, 2, 3, jo Leute, was geht ab? Und ja, heute soll es mal darum gehen, wie viel kostet denn die 701 im Unterhalt? Also wir wissen jetzt, wie viele meine gekostet hat. Die hat so in, ein, ja, in zwei, drei Videos vor, da habe ich ungefähr gesagt, grob, wie viel sie kostet, wie viel sie ich gebraucht gekauft habe. Und jetzt die nachfolgenden Kosten. Was sind so die Kosten, die was danach anstehen? Wie, was ist die Serviceintervalle? Kennen, glaube ich, schon einige, manche aber trotzdem nicht. Das hat man mich nämlich gefragt, deswegen mache ich das Video dazu. Und ich fange einfach mal an. So, ich habe damals eine SMCR gehabt und die hat Öl geschluckt ohne Ende. Die hat wirklich so viel Öl geschluckt. Und am Anfang war es bei der 701 auch so ähnlich. Ich dachte mir zwar, ja, krass, gar nicht so viel, aber umso anders mein Fahrstil wurde, umso mehr ich die Maschine kennengelernt habe, umso mehr kam mir vor, dass auch der Ölverbrauch steigt. Also in dem Sinn, dass ich immer Öl nachlernen muss. Also nicht Öl wechseln, sondern einfach nur Öl nachlernen. Und zwar bei der SMCR wirklich bei fast jedem, bei jeder Tankfüllung. Bei der 701 ist es ganz komischerweise. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Es ist ganz, ganz seltsam. Und ich blende euch auch jetzt mal hier das Öl eines, was ich verwende. Genau, es muss auf jeden Fall ein MA2 sein. Ich habe dazu nämlich auch noch mal den Händler angerufen, der mir die verkauft hat, um zu fragen, was darf ich denn da rein tun. Und Alter, was ist, wie viel ist heute mit der Polizei hier los? Das ist ja nicht mehr normal. Und ist schon die vierte Polizei oder sowas, bei der ich heute vorbeifahre. Und es muss ein MA2 sein, auf jeden Fall. 10W50 müsste es sein. Vollsynthetik ist es halt einfach dann. Und ich habe mir einfach den 4-Liter Kanister auf Amazon bestellt. Der war einfach so teuer fast wie der 1-Liter Kanister in manchen Motorradläden. Das steht einfach da, du. Oh, die klingt ja so geil. Vielleicht hört ihr es ja so. Alter, die klingt ja so gut. Jo. Und das ist auf jeden Fall das Öl, das was ich verwende. Dann, was habe ich sonst noch für einen Verschleiß? Also, bei der 701 muss ich immer wieder mal ein bisschen nach dem Öl gucken. Ich schaue immer meistens entweder am Ende vom Fahren, weil dann ist der Motor warm, 2 Minuten warten, abgestellt lassen, ganz normal gerade hinstellen und dann mal abchecken, was da so abgeht mit dem Öl. Es gibt ja eh so ein Schauglas. Ja, und im Schauglas soll es einfach so im zweiten Drittel ungefähr sein. Also nicht zu voll füllen, auch nicht zu wenig. Und so kontrolliere ich das einfach fast bei jeder Fahrt. Ich schaue einfach immer drauf, dass immer genügend Öl drin ist. Was ihr auf jeden Fall auch machen solltet, dass ihr das Moped wirklich richtig schön warm fährt. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich mir hier so ein Thermostat oder sowas, ist ein Temperaturfühler fürs Öl dran bauen möchte und ob ich einen schwarzen Lenker noch verbauen soll. Schreibt mir das mal in die Kommentare, weil ich habe noch einen zu Hause liegen, hatte nur noch keine Lust, den zu verbauen, aber falls es euch interessiert, dann mache ich das, dann habe ich natürlich wenigstens einen Ansporn, weil sonst ziehe ich das immer noch weiter und länger, sonst habe ich halt einfach keinen Druck. Im Grunde, außerdem, dass ich immer nach dem Öl schaue, habe ich eigentlich keine Tätigkeiten zu tun, weil die Serviceintervallen sind ja bei 10.000 Kilometer, das wissen ja die meisten. Und in der Zeit werde ich auch nicht sehr viel machen. Die Leute, die was zum Beispiel wirklich wenig Motorrad fahren und die 10.000 Kilometer nicht mal im zweiten Jahr schaffen, dann würde ich auch spätestens, allerspätestens dort mal einen Ölwechsel machen. Ölfilter plus Öl, dass einfach wieder Neues drinnen ist. Obwohl das ja mal, ja, großteils nur wegen dem Filter, weil, wie gesagt, das Öl wird irgendwie hinten rausgeschossen aus dem Auspuff wie Hölle. Also ihr füllt da sowieso immer wieder Öl nach. Deswegen ist da immer noch frisches Öl dabei.
Aber ich würde es auf jeden Fall jedem raten, wenn man es im zweiten Jahr noch nicht gemacht hat, dann zweites Jahr noch nicht beim Service war, dann auf jeden Fall dort hingehen. Ich weiß gar nicht genau, was sie dort alles dann machen. Wahrscheinlich Ventile einstellen, Ölfilter und Ölwechsel ganz normal, werde ich mal vermuten. Ich werde dann auch mal abchecken, vielleicht haben die ja Bock drauf, dass ich ein bisschen zuschauen kann und euch ein bisschen da mitnehmen kann. Es wird auf jeden Fall ein paar Leute interessieren, ohne Scheiß, das interessiert sogar mich. Deswegen, und wenn ich dazu noch ein Video kleines drehen könnte, wäre natürlich eine geile Sache. Und ich glaube, die freuen sich dann sicher auch, wenn ich ein bisschen Werbung für die mache. Deswegen, seid gespannt. Die Polizei ist ja hinter mir. Ja, moin. Das wäre ja jetzt noch was. Wenn sie mir jetzt da nicht aufhalten würden, da hätte ich ja mal gar keine Lust drauf. Und ja. Wo war ich jetzt? Ja, und außer dem Service fällt eigentlich da nicht so viel an. Dann, so, Versicherung. Was zahle ich denn im Jahr? Und ich zahle ungefähr, ich muss hier leider voll aufpassen, gar keinen Bock auszurutschen. Ich zahle im Jahr um die, nein, hier ist Salz, gar keinen Bock. Ich zahle im Jahr ungefähr 270, 250, sowas in den Dreh rum. An Versicherung für das Moped. Alter, meine Hände frieren so ein Grad. Und ich habe ja noch gar nicht erwähnt, wie viel der Service denn ungefähr kostet. Also man rechnet immer so mit 350 €, würde ich sagen. Wenn es weniger ist, bin ich immer glücklich. Wenn es mehrere wird, kann man es leider nicht ändern. Und ja, ich rechne immer so mit 350 €. Gut in der Mitte. Und schlimmer kann es eigentlich dann fast gar nicht mehr werden. Und was halt wirklich human ist, also alle 10.000 Kilometer mal einen Service machen, ist völlig in Ordnung für einen Einzylinder, finde ich. Und deshalb ist die Wartung von so einer Maschine auch nicht sehr teuer. Genau, was kostet das Öl? Ich habe pro Liter ungefähr so 10 € gezahlt. Der 4 Liter Kanister hat 40 € gekostet, so war's. Und ich habe ihn auf Amazon ja bestellt, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Und super Preis, kann man auf jeden Fall machen. Und mehr Kosten gibt es eigentlich nicht, außer, und das ist der letzte Punkt, und das ist das Schlimmste und gleichzeitig auch das Beste, dass du halt einfach Bock hast, die Maschine richtig, richtig geil herzurichten. Und es geht richtig dreckig ins Geld. Das ist zwar kein Verschleiß oder sowas, wo du dann Service machen musst, aber jeder, der was so eine Maschine hat, verändert sie. Allein schon wegen dem Heck und so weiter, kommt da auch noch mal ein richtig schöner Batzen auf euch zu. Ich kann ja auch mal ein Video dazu machen, was ich alles jetzt an meiner Maschine geändert habe und wie viel ungefähr alles gekostet hat. Ja, dann wird es wohl auf jeden Fall gewesen sein jetzt fürs erste Mal. Ich muss auf jeden Fall jetzt noch mein Moped putzen. Das sieht jetzt aus. Dann sage ich eigentlich nur noch danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ich habe auch ein bisschen was Sinnvolles gelabert, nicht nur Bullshit. Und dann sieht man sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, ciao.